Hallo und herzlich willkommen bei Iris und Uwes Womo-Welt. Heute geht es um die Trockentrenntoilette. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Lang ist es her, da haben wir euch ein Video versprochen zum Aus- und Einbau unserer Trockentrenntoilette. Es hat jetzt etwas gedauert. Warum, das erfahrt ihr ja in dem anderen Video. Mir bietet mittlerweile oder die Firma Chimbo mit der Firma Bumo zusammen einen Komplett-Einbau an der Trockentrenntoilette. Schaut euch das Video bitte vorher an, da sind auch viele wichtige Informationen und auch die ganze Historie dabei, wie es eigentlich zu unserer Trockentrenntoilette kam. Ursprünglich war es halt die mit dem Marinesitz, die kleine Trockentrenntoilette. Dann haben wir ja Hinweise gekriegt vom Daniel, dass man auch den Standardsitz verwenden kann. Wir haben lang dran rumgebastelt, bis man dann endlich die Komplettlösung anbieten konnte. Und was ihr nach dem Umbau erwarten könnt, das zeigt euch kurz die Iris. Ja. Genau, die passt jetzt hier so sauber rein. Passt auch problemlos der Duschvorhang davor. Ja, und die Iris schwenkt sie jetzt nochmal wieder zurück. Genau, einwandfrei. Bevor ihr mit dem Einbau loslegt, solltet ihr euch auch sicher sein, dass ihr eine Trockentrenntoilette wollt. Auch hier der Hinweis, es gibt tolle Videos vom Jürgen von Womoblog. Schaut euch das bitte vorher genau an. Ja, wir können keine Garantie für euch übernehmen, dass ihr mit der Trockentrenntoilette hinterher zufriedener seid. Ebenso ist ja dieser Einbau auch nur ein Kompromiss, die kleinstmögliche Trockentrenntoilette schwenkbar mit 7 Liter Tank einzubauen. Das hat natürlich auch ein bisschen Nachteil an der Sitzposition. Für uns ist schon nicht wirklich relevant, aber das solltet ihr vor dem Einbau alles wissen und euch genau überlegen, ob ihr das auch wollt. Welche Einbaumöglichkeiten habt ihr jetzt? Also ihr habt eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ihr besorgt euch die Grundplatte bei der Firma Chimbo. Da schreibt ihr bitte eine E-Mail an den Helmut. Und zwar an info@chimbo.de. Und bitte vermerkt bei dem Betreff Malibu Van Trockentrenntoilette Grundplatte, dass das gleich an die richtige Adresse kommt. Dann als zweite Möglichkeit wolltet wir euch anbieten, dass ihr euch die Grundplatte selber bastelt. Und zwar der Daniel von Bifalski on Tour. Ich verlinke euch nochmal auf den Instagram-Kanal. Der wird euch freundlicherweise die Skizze zur Verfügung stellen, die ihr benötigt, um so eine Grundplatte selber zu sägen. Ja. Dazu schreibt ihr einfach eine E-Mail an ihn, ich blende das mal ein, und er wird dann mit euch in Kontakt treten und euch die Skizze dann zusenden. Damit die Skizze auch funktioniert, bin ich mal laienhaft, ich bin jetzt nicht der große Holzhandwerker, mal hergegangen und habe mir die Platte mal selber gebaut. Vielleicht noch kurz vorab. So ähnlich würde die Grundplatte dann aussehen. Das ist die Platte bei uns in der ersten Version, wie wir sie bei Bumo gebaut haben. Da haben wir hier noch die Aussparung drin. Aber aufgrund der Tatsache, dass man ja durch Fräse das Ganze ein bisschen schöner gestalten kann. Ich habe mir vor kurzem so eine tolle Fräse gekauft. Eigentlich eine Kantefräse. Aber die wollte ich jetzt mal ausprobieren. Und ich habe jetzt einfach die Skizze von Daniel genommen, habe die mir mit Acrobat in so einem Poster-Modus auf 8 Seiten DIN A4 gedruckt, zusammengeklebt. Habe mir das dann hier auf das Brett geklebt, das ist eine Siebdruckplatte mit 27 mm. Weil man 27 mm nimmt,
dann hat man hier noch genug Platz, um sich hinter die Metallkonstruktion auszufräsen. Dann funktioniert die Holzplatte so ähnlich wie die Pommplatte. Ich blende nebenher noch ein paar Fotos ein. Oder eigentlich bin ich sogar recht stolz, was die kleine Fräse hier, Akkufräse, dort geleistet hat. Und ich weiß jetzt auch, warum das Fräsen hier sehr lange dauert. Da fräst man nicht einmal durch, sondern das sind immer mehrere Millimeter, die man abnimmt. Dann kann ich euch noch kurz einblenden, wie die Pommplatte produziert wird. Da gibt es ja auch einen kleinen Videoausschnitt dazu. Ja, wenn ihr euch diese Platte sägt, dann könnt ihr euch noch so Inserts besorgen, ist alles in der Beschreibung verlinkt. Und dann könnt ihr hier so M6-Schrauber mit so einem Linsenkopf, da könnt ihr euch dann die Winkel von der Trockentrenntoilette, die da mitgeliefert wird, festschrauben. Ja, also auch eine Möglichkeit. Was braucht ihr jetzt also alles, wenn ihr euch die Trockentrenntoilette selber einbauen möchtet? Ihr braucht im Prinzip erstmal die Trockentrenntoilette selber. Und zwar haben wir jetzt eingebaut die Airhead mit Standardsitz, damit im seitlichen Ablaufschlauch mit dem 7 Liter Urintank, ich blende euch das auch nochmal alles ein und es steht da unten nochmal in der Beschreibung. Wir hatten die Kurbel ja rechts, weil wir ursprünglich was ganz anderes vorgehabt hatten mit dem Einbau. Ich würde empfehlen, besorgt euch die Kurbel links und probiert, ob ihr es schafft, die Airhead mit der Kurbel links schwenkbar zu machen. Wenn nicht, kann man vielleicht ein bisschen was in der Kurbel abnehmen. Oder ihr müsst dann hergehen, so wie wir das gemacht haben. Wir haben jetzt die Version Kurbel Mitte. Das heißt, wir haben einfach zwei neue Löcher gebohrt, haben die Kurbel. Da muss man ein bisschen sanfte Gewalt ausüben, aus dem Feststoffbehälter rausmachen und in die Mitte montieren. Und die Löcher, die dann frei werden, die verschließt er halt mit so einer Senkkopfschraube und einer Hutmutter. Dann ist das alles wieder dicht, ist überhaupt kein Problem. Das Abluftsystem, das bei der Airhead dabei ist, fanden wir nicht so optimal. Es ist schwer, es ist starrisch und es hat bei uns auch nicht wirklich gut gehalten und da gibt es eine Einkaufsliste von MCM-Systeme, dass ihr euch da so Winkeladapter kauft, die schraubt ihr dann einfach an den Auslass bei der Airhead rein. Da müsst ihr auch noch eine Kleinigkeit ändern und zwar ist das Gewinde von dem, ich weiß nicht wie es heißt, Flansch. Ist das Gewinde einfach ein bisschen zu lang, das müsst ihr ein bisschen absägen, weil wenn ihr sonst die Toilette schwenkt, dann stößt der Ablaufschlauch hinter an der Wand an. Also es ist alles verlinkt, was ihr da dazu braucht. Was mir jetzt aufgefallen ist, ihr müsst ja die Wasserleitung der Toilette abdichten. Da kommt so ein Fitting drauf. Ich habe jetzt hier die Größe nicht mehr genau. Vielleicht fahre ich mal nochmal hoch zum Prinz und versuche das mal auszumessen und wenn, dann schreibe ich es auch mit in die Beschreibung, wie groß der sein muss. Dann haben im letzten Video schon einige nach dem Gewicht gefragt und ich bin mal hergegangen und habe die Airhead so einsatzbereit, wie sie bei uns im Moment war, also inklusive dem Streu und der Platte gewogen, da kommen wir auf 17 Kilogramm. Theoretisch kommt jetzt noch dazu 7 Liter Urin und ich sag mal 5 Kilo Feststoffe. So kämen wir dann insgesamt auf 28 Kilogramm. Wenn ihr jetzt die Grundplatte aus Holz sägt, da könnt ihr nur so circa 2 Kilogramm sparen, wenn ihr die verwendet. Wenn man das jetzt vergleicht mit der Tedford, die Tedford, ich habe mal im Internet nachgeschaut, die wiegt anscheinend 7 Kilogramm. Jetzt wird es da auch noch ein bisschen Material geben, wenn man die verbaut. Sagen wir mal, es sind auch noch mal 1-2 Kilogramm, die da dazukommen.
Und dann hat der Fäkalientank 18 Liter. Das sind dann wahrscheinlich auch so 19 Kilogramm. Also man kommt im Prinzip, wenn die Toilette voll ist, bei beiden Versionen ungefähr auf 28 Kilogramm. Also die Tedford hat einen klaren Vorteil, wenn man leer losfährt, aber wenn sie voll ist, man liegt schlussendlich dann wahrscheinlich ähnlich im Gewicht. Wenn ihr jetzt gleich das Video zeigt, wie der Aus- und Einbau vonstatten geht, dann macht ihr das natürlich auf eigene Gefahr. Das Video hat nicht den Anspruch, eine Komplett-Einbauanleitung zu sein. Wir zeigen zum Beispiel auch nicht, wie man mit dem Multimeter 12 Volt sucht bei den Anschlüssen und wie man einen Schalter anschließt. Wir gehen davon aus, dass ihr das auch so hinbekommt. Also müsst ihr euch das schon selber zutrauen. Und wenn da irgendwelche unvorhergesehene Situationen auftreten, da müsst ihr halt gewappnet sein und müsst da durch. Also wir können keine Gewähr übernehmen, dass das nachher wirklich funktioniert. Und falls ihr bei dem Wasseranschluss, wenn da was schief läuft und ihr einen Wasserschaden habt, bitte nicht bei uns melden. Wir zeigen gleich das Video, das wir bei der Firma Bumo 2020 gedreht haben. Das war die schöne Phase nach der ersten Welle. Das heißt, wir arbeiten da ohne Mundschutz. Das war damals okay. Und es zeigt auch den Aus-Einbau von unserer allerersten Version. Da habe ich hier noch das Brett. Ja, aber da kriegt ihr mal Einblicke, was da so an Arbeit auf euch zukommt. Wir haben den Sog bereits verbaut. Das war auch ein kleiner Vorteil. Ansonsten müsst ihr euch das Soggehäuse mit Filter extra kaufen. Und bei uns war der Stromanschluss auch schon vom Sog vorhanden. Da könnt ihr euch vielleicht mal das Video vom Sog anschauen. Da wird das erklärt, wo man da den Strom herbekommt, vielleicht so als Tipp. Ja, dann wünschen wir euch viel Spaß beim Aus-Einbau-Video der Airhead Standard Sitz Trockentrenntoilette im Flexi-Schwenkbad des Malibu Vans. Ja, vielleicht noch wichtig zu wissen, das funktioniert nur bei den Versionen, die das Flexibad haben. Also sprich, für alle Malibu Vans mit Kompaktbad funktioniert das so natürlich nicht, weil die haben einen anderen Schwenkmechanismus. Also, viel Spaß beim Zuschauen. Ich bin hier bei Bumos angekommen und mich erwartet jetzt gleich der Daniel. Der Daniel ist hier für Gas, Wasser, Sanitär zuständig. Und er wird mit mir zusammen die Airhead Marine Trockentrenntoilette einbauen. Hier steht sie schon. Sie wurde noch rechtzeitig geliefert. Und sie wird ersetzen die gute alte Schwenktoilette im Kombibad von Malibu Van. Da wir ja den Sog bereits verbaut haben, ist das ein kleiner Vorteil für den Umbau. Weil hier kommt nachher der Lüfter ran, den ja die Trenntoilette hat. Das heißt, ich entferne jetzt erstmal den Schlauch hier vom Sog. Dann können wir auch schon hoffentlich das letzte Mal die Tedford-Kassette hier entnehmen. Also als erstes wird mal die komplette Elektrik entfernt in der Wasserschlauch. Da kommt dann noch ein Blindstopfer drauf, dass wenn versehentlich jemand drückt später. Kein Hochwasser. Genau. Also da das Wasser jetzt wohl, wir haben den Tank, Wassertank dreiviertel voll, unendlich weiterläuft, machen wir jetzt sofort den Stopfer da drauf. Gewinde. So. So, der wäre jetzt mal dicht. Thank you.
ist nur der Schalter vom Sog weg. Genau, und dann noch der Sog selber. Und dann schauen wir, ob wir, ohne dass wir Kabel kappen müssen, das Ganze rauskriegen. Es gibt da vier Schrauben, mit der die Toilette anscheinend komplett an dem Bodenblech festgemacht ist. Und nachdem er die vier Bodenschrauben gelöst hat, war es eigentlich kein großes Problem, wenn man die Toilette innen so quasi in Sitzposition schwenkt, dass man sie komplett rausheben kann und kippen. Aber jetzt haben wir hier das Steuerkabel und bevor man jetzt die ganze Toilette aufschraubt, zwickern wir hier einfach die Kabel durch. Das kann man später wieder mit Quetschverbinder verbinden, falls man die Toilette nochmal einbauen möchte. Aber da es hier zweimal schwarz und zweimal rot gibt, müssen wir uns das jetzt erst markieren, bevor man das durchschneidet. Wir machen jetzt einfach zwei Kabelbinder ran. Wenn man es dann durchzwickt, dann weiß man, welches Kabel war. Der Strom hast du aus, gell? Von der Toilette? Ja. Okay. Außer Stauerstrom. Nein, normalerweise nicht. Wenn nicht, ist jetzt Sicherung aus, aber da weiß ich, was es ist. So, und damit da später nichts passiert, kommt nur so eine Lüsterklemme ran und fertig. So, jetzt kann man die Toilette hier auch schon rausnehmen. Und da sieht man jetzt hier die Bodenplatte. Und so sieht es jetzt aus. Aber dahinter ist jetzt der ganze Kabelkram. Und die Wasserleitung, und das kann man alles, so wie das von hier aussieht, da rechts bei der Karosserie, kann man das da verkrusteln, dass das weg ist. Und jetzt wird noch schnell der Lüfter vom Sog hier abmontiert. Der Lüfter. Und hier kommt dann die Lüftung von der Trenntoilette drin. Muss man das noch ein bisschen vergrößern. Und um die neue Grundplatte hier exakt hinzukriegen, macht man jetzt erstmal hier aus Karton so ein Muster. Dann machen wir ein Brett, das einfach mal ein bisschen größer ist in der Form. Und das kann man nachher dann immer nur zusägen. Aber es läuft ganz gut. Das wird. Da oben kommt noch der Schalter hin zum Aus- und Einschalten. Also auch die Elektrik ist jetzt überhaupt kein Problem mehr. Und den Wasserschlauch und die ganze Kabel. Hier sieht man auch noch die Lüsterklemme von dem abgezwickten Kabel. Das passt hier alles an der Seite in die Karosserie. Das Einzige, was hier noch rauskommt, das ist zum einen der Schalter von dem Sog. Das Kabel verwenden wir mit dem Kippschalter, den man dann hinmacht für die Trockentrenntoilette. Und dann haben wir hier noch den Stromanschluss vom Sog. Und da passt dann ideal das Kabel von dem Lüfter dran. Und der Filter vom Sog, den kann man einfach weiterverwenden und außen dran lassen. Dann ist das eine perfekte Sache.
I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make a mistake. I think about the other. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at the me. Und so wird der neue Schlauch verlegt. Er ist mit dem Zwischenstück hinter an dem Airhead-Schlauch angeschlossen und dann hier über so ein Kabelbinder bzw. Klettband macht man den am besten hier oben fest, weil das sieht man nachher sehr schön, wenn das eingebaut ist und geschwenkt wird. Ja, dann passt sich der Schlauch dahinter super an, ansonsten würde der sich irgendwo da unten verklemmen. Ja, und der Einbau selber von der Trockentrenntoilette, das ist eigentlich relativ simpel. Zuerst schrauben wir mal die Platte hier an dem Stahlträger fest. Das heißt, man nimmt die Platte legt die da drauf. Und dann gibt es hier die vier Schrauben, wo auch die Originaltoilette befestigt war. Ja, und dann bleibt uns nur noch übrig, die Trockentrenntoilette da drauf zu setzen. Die passt da gerade noch so rein. Draufsetzen und festschrauben. Und hier haben wir das Anschlussstück für den Abluftschlauch. Wir haben hier keinen Filter drin, weil wir haben ja außer den Filter vom Sog und der wird einfach hier festgeschraubt. So. Und fertig. Jetzt kommt noch der Urintank. Der Urintank, das kennt ihr ja von der Bedienung her. Der wird jetzt einfach da vorne eingehängt und wird an der Seite festgeschraubt. So, das war der ganze Einbau. Und wie ist jetzt die Funktion von der neuen Trockentrenntoilette? Ihr habt gerade gesehen, das Schwenker funktioniert jetzt einwandfrei, aber wie ist die Sitzposition? Ich bin noch mal 1,83 und größer 100 Kilogramm, knapp, aber es ist mehr. Ja, also Deckel lässt sich hier problemlos öffnen. Und die Sitzposition ist auch für mich hier mehr als ausreichend. Weil ich glaube, sie ist gar nicht so viel anders wie bei der Tedford-Toilette, bei der Chemietoilette. Ja, und auch vom Gewicht, das sollte natürlich kein Problem sein. Das war es vorher nicht mit der Nasstoilette. Die Höhe, sie ist etwas höher wie die Tedford-Toilette, aber die Iris hat da auch kein Problem. Das kann man ja, oder? Du hast ja auch kein Problem damit. Können wir zeigen. Ja. Also ich bin super zufrieden jetzt mit der Lösung. Außer dass der Deckel noch quietscht. Ja, der quietscht. Aber man sieht jetzt auch hier genau, dass man doch ein bisschen an der Wand sitzt. Ja. Ja. Aber das haben wir ja bei dem Foto schon gezeigt. Aber die andere Toilette ist da von der Position ähnlich. Mhm. Ja, nochmal kurz, falls wir es noch nicht gezeigt haben.
So, jetzt ist die Duschwand hier offen. Ja, die Duschwand ausgeklappt. Das funktioniert einwandfrei. Wenn man mit Dusche fertig ist, hier wird alles verriegeln. Man kann natürlich auch, weil man hat hier jetzt weniger Platz zum Stehen, wenn man hier sich waschen möchte, und die Toilette braucht man ja nicht immer, kann man die natürlich auch problemlos so teileinschwenken. Dann stört die überhaupt nicht mehr. Also, wenn ich es noch ein bisschen weiter hinten mache, das hier ist die Entsorgungsposition von der Chemietoilette. Und so hat man jetzt schön Platz im Bad. Also, wir finden super Lösung jetzt. Jetzt wünschen wir euch natürlich viel Erfolg beim Auseinbau eurer Trockentrenntoilette in Malibu Van. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Trockentrenntoilette, solange man da Spaß damit haben kann. Aber es gibt so viele Leute, die sich da so drauf freuen. Schon faszinierend, auf was man sich so alles freuen kann. Eine neue Toilette, das ist doch toll. Wenn irgendjemand beim Auseinbau noch irgendwelche Tipps hat, bitte gerne in die Kommentare schreiben. Das könnte vielleicht auch anderen Ein-Ausbauern noch helfen. Schreibt uns bitte auch in die Kommentare, ob ihr mit der Trockentrenntoilette und dem Umbau selber im Speziellen dann auch zufrieden seid. Das würde uns natürlich auch interessieren. Dann bleibt mir noch zu sagen, tschüss und bis zum nächsten Video bei Iris und Uwes Womo-Welt. Ciao! I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes.